Schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel Austria gegen Altach 2:0. Peter, ich denke, mit den Punkten, mit dem Spiel kannst du heute sehr zufrieden sein. Ja, ich bin wirklich zufrieden. Wir haben, wir haben das Spiel dominiert. Wir haben, waren die Mannschaft, die über die längste Spielzeit sage ich, Kontrolle über das Spiel gehabt haben, was mit dem Ballbesitz da oder dort mal ein bisschen gefehlt hat, war das Herausspielen von wirklich klaren Torchancen. Das ist dann nicht immer, wenn es 0-0 steht, auch eine Gefahr, dass du ein Tor einfängst. Und dort haben die Altacher die eine oder andere Möglichkeit gehabt, aus einem Standard oder so irgendwie auch in Führung zu gehen. Aber ich glaube, über 90 Minuten sind wir absolut verdient als Sieger vom Platz gegangen. Und deswegen bin ich auch sehr zufrieden. Dankeschön, Peter. Fragen bitte, Handzeichen. Ralf kommt mit dem Mikro. Peter Klöbel, Kronenzeitung beginnt. Peter, hättest du dir vorstellen können, dass man in der Saison noch einmal sagt, das war eine Runde für die Austria? Der erste verloren, der dritte verloren, der vierte verloren. Ihr seid Erster. Ja, wir sind ja nur Sechser, da gewinnt halt wer anderer. Ne? Also, es ist, weiß ich nicht, ist, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, sehe ich halt, wie schwer es ist, Spiele zu gewinnen, egal in was für einer Runde. Und ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn du das Spiel jetzt dann heute verloren hättest, mit den anderen Ergebnissen, weiß ich auch, was für Schlagzeilen wir gehabt hätten, deswegen tut uns das ganz einfach gut. Da waren wir mittendrin, so haben wir die Luft quasi zu den allerletzten Plätzen, die ist gehalten worden mit dem Sieg gegen Altach. Das ist für uns in der Phase auch eine wichtige Geschichte. Aber es wird Woche für Woche so sein, dass du halt neu beweisen musst. Und das, auf das, denke ich, sind wir auch eingestellt. Das heißt, nächste Woche Hartberg, kann man noch nicht von einem unter Anführungszeichen Finale sprechen. Wenn es dort gewinnen würde, schaut es ja ganz gut aus. Ja, nein, das glaube ich nicht, aber wir sind zumindest in einer Situation, wo wir oben stehen, wo du weißt, wenn du dann nachlegst oder nochmal was machst, dann kannst du vielleicht absetzen. Das ist es. Aber ich glaube trotzdem, dass es knapp sein wird. Und jede Partie, die du gewinnst, gibt dir ein bisschen an Sicherheit. Und jetzt nicht an Ruhe, aber tut wahrscheinlich auch der Mannschaft richtig gut in der Situation, wo wir sind, mit vielen Fragezeichen für das nächste Jahr. Deswegen denke ich, bin ja aus dem Grund zufrieden, weil man auch gesehen hat, dass die Jungs, die Gruppe ist intakt, die arbeiten dafür mit allen ihren eigenen Geschichten, die sie haben. Sie versuchen das auf den Platz zu bringen und das ist auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit, auch wenn man unter dem Deckmantel das müssen Profis aushalten und das müssen sie können. Das kann man leicht sagen, das ist manchmal relativ schwierig und das ist auch ein positives Signal gewesen. Herr vorne bitte, Ralf, Thomas Muck, Sportreport. Peter, zwei Fragen. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. In der ersten Halbzeit hat es zwei Szenen gegeben, die, ich formuliere es einmal vorsichtig, höchst diskutabel waren. Was ist dir da durch den Kopf gegangen auf der Tribüne? Habe ich mir gedacht, so ein bisschen here we go again. Also ich glaube, ich war dafür sehr, sehr ruhig, weil ich auch mittlerweile festgestellt habe, ja, es hilft ja nichts. Das muss man ganz einfach so sagen. Also ich glaube, die zweite Situation mit dem Ball hinterm Tor oder nicht, ich glaube, das ist schon schwierig. Aber das erste, ja, also dort nicht einmal, also ich behaupte, die Altacher selbst haben nicht genau gewusst, was da jetzt passiert ist. Und es ist halt bitter. Normalerweise geht es dann in eine andere Richtung. Sind jetzt dann auch nicht so, jetzt sage ich intern, sind wir relativ aufgeräumt, aber es ist auch nicht so die Situation bei uns, dass bei uns alles so leicht von der Hand geht.
Und dafür finde ich auch in der Pause, es hat viele Diskussionen gegeben, es hat viele fragwürdige Dinge gegeben in dem Bereich. Und wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf unser Spiel, lasst euch so gut es geht nicht aus dem Rhythmus bringen, bleibt dran. Und das haben sie auch ordentlich gemacht. Also es ist halt. Und das ist schon zum Teil meine Nachfrage. Es ist nicht alles nach Wunsch gelaufen. Es waren doch auch Dinge, die gegen auch gelaufen sind. Du hast vorhin die Menschlichkeit auch bei Profis angesprochen. War das auch ein Sieg des Willens, des Charakters, dass man sagt, man kämpft gegen negative Aspekte, die ganz einfach passieren, an und wir erzwingen jetzt einmal den Sieg? Ich glaube, das gehört, also das ist ja wahrscheinlich etwas, was dich dein Leben begleitet in irgendeiner Form und im Sport. Hast du halt auch jede Woche die Möglichkeit zu zeigen, dass du die Situationen annimmst. Ne? Und das ist schon gegen Widerstände ankämpfen, ob es mal eine schwierige Situation ist, was dich selbst betrifft, ob es eine schwierige Situation ist, die den Club betrifft, ob es eine schwierige Situation im Spiel betrifft. Da musst du dich halt stellen und die das am besten hinkriegen, sind dann die über einen langen Zeitraum sehr weit oben spielen, wenn sie die Grundqualität haben. Und die Grundqualität hast du, wenn du hier in der Bundesliga unterwegs bist. Ne? Weitere Fragen. Marc Eder, Appa. Der Verein hat laut Sky mit Juni sämtliche sportlichen Mitarbeiter aus dem Umfeld vorsorglich gekündigt, mit dem Ralf Mohr abwärts. Können Sie das auch für uns ein bisschen begründen und wie kann man sich das vorstellen? Trifft das auch alle Nachwuchstrainer? Es geht bis in die Akademie rein. Und hat eigentlich aufgrund der Sorgfaltspflicht haben wir das auch so durchgezogen. Das heißt, auf der einen Seite heißt das jetzt nicht, dass die Leute alle keine Qualifikation haben, um hier arbeiten zu können. Aber es ist so vieles im unklaren und im unsicheren Bereich unterwegs, dass es zwei Bereiche gibt. Das heißt, der eine Bereich ist möglicherweise, dass wir in einem Konstrukt, wie es jetzt ist, mit mir weiterarbeiten. Dann gibt es die Möglichkeit, auf die Jungs wieder zuzugehen und Verträge abzuschließen oder was das eine oder andere zu verändern. Und wenn wir es nicht sind, dann wird wer anderer kommen und hat die Möglichkeit, quasi das Haus von unten auf so aufzubereiten, kostentechnisch und personell, wie er glaubt, dass das gut ist. Ich bin hier vor fast zwei Jahren hergekommen und wir haben eine große Thematik gehabt, weil wir viel an monatlichen Zahlungen gehabt haben, wo wir eben Leute bezahlen mussten, die nicht im Club mehr waren, weil sie freigestellt wurden oder sonst irgendetwas. Das war ein richtiger Rucksack, den wir mitgeschleppt haben, der uns gut getan hätte, wenn wir es anderweitig verwenden hätten können. Und jetzt im Sommer ist das Haus quasi, wenn man so will, sauber. Und dann kann man Entscheidungen treffen. Also ich denke, es ist eine nachvollziehbare Geschichte, vor allem für die Leute intern. Und das ist jetzt nicht eine Kündigungswelle in dem Sinn, wie man es sieht, sondern wir schauen mal, was passiert und dann wird es Gespräche dafür geben. Nachfrage noch, wie viele Leute betrifft das zahlenmäßig? Kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist der Akademiebereich, es sind alle Trainer. Also alles, mein kompletter Staff. Das betrifft 10, 15 Menschen, schätze ich einmal, in dem Bereich. Schätze jetzt einmal, ja, der Kategorie würde ich jetzt sagen. Nageln Sie mich nicht fest, wenn ich dann zu wenig sage und dann irgendwer kommt und sagt, den hat er vergessen, der ist nicht wichtig oder sonst irgendetwas. Christoph König von der Vorarlberger Nachrichten. Wie ist das mit dieser Situation jetzt mit dem Verein? Wie muss man jetzt die letzten Runden ja so angehen? Wie arbeitet man da mit den jungen Spielern? Ihr habt ja sehr junge Truppe, die spielen ja das alle. Wie viel Coaching-Arbeit ist da jetzt auch erforderlich, um hier die Ruhe zu bewahren, um hier Spiel für Spiel zu schauen? Ja, was ein riesiger Vorteil ist, dass wir in der Zeit, in der wir zusammenarbeiten, denke ich, in beide Richtungen großes Vertrauen aufgebaut haben. Das ist eine offene Kommunikation, wie der Stand im Club ist, was wir planen können, was wir noch nicht planen können. Wir gehen auch auf die Jungs zu in ihrer eigenen Zielsetzung. Es gibt viele Fragen, also ich würde jetzt sagen, es ist
vielleicht ein bisschen mehr als ein normales Trainer-Team-Mannschaft-Verhältnis, so würde ich es zumindest beurteilen, weil wir mehr Dinge besprechen, als es normalerweise ist. Und dieses Vertrauen tut uns gut. Das heißt, wir haben uns auch darauf committed, dass wir versuchen, so professionell wie möglich Leistung abzuliefern, um auf der einen Seite zu zeigen, okay, wir sind hier im Club und wir wollen schauen, dass wir das in die richtige Richtung bringen, auf der einen Seite, was die Tabelle betrifft, und auf der anderen Seite haben wir gesagt, schauen wir mal, wohin die Reise für jeden Einzelnen geht. Ihr müsst ganz einfach danach trachten, eine schwierige Situation anzunehmen, ordentliche Leistung zu bringen. Das ist etwas, was eurem Image ganz einfach gut tut. Und da haben wir viele Junge dabei und da ist die Konstellation mit einigen arrivierten Spielern, die wir dazugeholt haben, die Mischung ist nicht so falsch in der Phase, muss man sagen. Nicht, dass wir es erwartet haben, aber es ist halt so. Und dem stellen wir uns und da sind die arrivierten Spieler für uns schon eine wichtige Unterstützung. Also ich glaube, soweit ist das alles klar. Wir hoffen, dass wir das vom Auftreten her ordentlich hinkriegen, auch diese neuen Spiele. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles gewinnen müssen, aber wir wissen ja, wenn du auf dem Spielfeld schaust, dann siehst du eine Mannschaft, die versucht, Sachen umzusetzen. Da ist nicht alles richtig, aber wir draußen, wenn wir draußen stehen, wollen wir das Gefühl haben, sie unternehmen alles. Wir werden deswegen nicht alle Spiele gewinnen, aber was wir nicht haben wollen, ist, dass wir ein Gefühl nach außen vermitteln, irgendwann einmal, dass die Mannschaft sie hängen lässt, jeder hat seine Probleme, die schleppt am Platz und hat keine Lust und keine Zeit, seinen Job zu machen. Das ist das, was wir nicht wollen und deswegen ist dieses Ergebnis heute auch erfreulich und das will man gespürt haben. Dass es immer mal knapp ist, dass mit einer Standard dann auch in Rückstand geraten kannst, okay. Dann hätte ich gesagt, das ist bitter, wir wissen die Schlagzeile, mitten im Abstiegskampf, wenn du es verloren hättest, dann musst du der Situation auch stellen, das ist auch okay, aber wichtig ist das, was die Mannschaft in der Trainingsarbeit und in den Spielen signalisiert und das müssen wir die nächsten Wochen trotzdem hochhalten bei allem, was da oder dort mal vielleicht schwierig ist. Frage da. Marco hat ja das 2:0 ziemlich eiskalt gemacht. Wie sehr freut dich das und wie hast du das Tor erlebt? Das 1:0. Das 1:0, ja. Ja, das, also er ist ja, also wir haben ihn ja dazugeholt, weil wir wissen, dass es ist halt ein Schlitzohr. Ne? Also er weiß schon, wie was funktionieren kann und er hat sich in die Mannschaft sehr, sehr gut eingelebt und wie er das da gemacht hat, das war große, große Klasse, das muss man ganz einfach sagen. Ne? Und er war auch beim zweiten dabei und es ist für uns auch gut zu sehen, dass wir eine Möglichkeit haben, jetzt fehlt uns Benny Bichler, quasi unser bester Stürmer und wir haben trotzdem mit unseren Möglichkeiten, jetzt mit dem Mondschein und dann eine Option dazu, wo wir variieren können. Das sind unterschiedliche Spielertypen. Also das ist schon positiv. Es freut mich sehr für ihn, weil er in der Zeit, wo er da ist, sich sehr, sehr gut eingelebt hat, sehr akzeptiert ist in der Mannschaft und man hat auch, glaube ich, gesehen, dass sie alle wirklich mit ihm gefreut haben. Ja. Okay, dann Dankeschön. Okay. Wünschen einen schönen Samstag. Nochmal frohe Ostern und ein erholsames Wochenende. Dankeschön. Okay.